Wussten Sie, dass Strömungen allgegenwärtig sind? Denken Sie an die Luftströmungen in der Atmosphäre, die unser Wetter bestimmen. Oder die Luftströmung um den Flügel eines Vogels, die es ihm ermöglicht zu fliegen. Oder an das Wasser in Bächen und Flüssen, das dort strömt, durch Wasserleitungen bis in unsere Haushalte. Was uns Menschen es ein bisschen schwierig macht, Strömungen zu erforschen, ist, dass wir sie nicht direkt wahrnehmen können. Wir können zwar zum Beispiel, wenn uns der Wind um die Ohren pfeift, etwas spüren, oder wir können auch, wenn sich das Wasser im Fluss kräuselt, sehen, dass darunter etwas strömt. Oder aber, wenn zum Beispiel sich Rauch mit der Luft ausbreitet, dann können wir Strömungen zumindest erahnen. Warum ist es nun wichtig, dass wir Strömungen erforschen? Dazu ein historisches Beispiel. Lange Zeit hatten Wissenschaftler von der Strömung um den Flügel eines Vogels eine so falsche Vorstellung, dass sie tatsächlich glaubten, beweisen zu können, dass es dem Menschen niemals möglich sein wird, zu fliegen. Was für ein fataler Irrtum. Und damit wir eben das nicht noch einmal machen, so einen Fehler, ist es wichtig, dass wir die Strömung genau erforschen. Aber wie können wir das tun? Eine Möglichkeit dazu ist es, Strömungen zu berechnen. Dazu haben Wissenschaftler schon vor fast 200 Jahren einen Satz von mathematischen Gleichungen aufgestellt, die sogenannten Navier-Stokes-Gleichungen. Diese Gleichungen sind allerdings wirklich tückisch. Bis heute hat es kein Wissenschaftler geschafft, die Existenz einer Lösung zu beweisen. Das heißt, man weiß gar nicht, ob es überhaupt eine Lösung gibt. Das hat dazu geführt, dass dieses Problem zu einem der 7 wichtigsten ungelösten mathematischen Probleme unserer Zeit ernannt wurde. Übrigens, für die Lösung ist ein Preisgeld von 1 Million Dollar ausgesetzt. Wir Ingenieure sind bekanntlich skrupellos. Wir kümmern uns nicht darum, ob eine Lösung existiert, wir berechnen sie einfach. Wir nehmen leistungsfähige Computer, füttern sie mit den Gleichungen und es wird schon was Brauchbares dabei rauskommen. Ja, so funktioniert das leider nicht. Es hat sich gezeigt, dass die Computerleistung, die wir heute zur Verfügung haben, einfach bei weitem nicht ausreicht, um Strömungen berechnen zu können. Selbst wenn sich die Computer weiterhin so rasant weiterentwickeln wie in den letzten Jahrzehnten, wird es noch ungefähr 50 bis 100 Jahre dauern, bis wir Strömungsprobleme berechnen können. Das hat den Wissenschaftlern natürlich keine Ruhe gelassen. Sie haben schon lange bevor es Computer gegeben hat, versucht, die Gleichungen zu vereinfachen. Aber diese tückischen Gleichungen, die lassen sich nicht so leicht vereinfachen. Man kann sich das ungefähr so vorstellen wie beim Fabelwesen der Hydra. Wenn man diesem Monster einen Kopf abschlägt, wachsen sofort 3 neue Köpfe nach. So ähnlich ist es mit unseren Gleichungen. Kaum haben wir sie auf der einen Seite vereinfacht, kommt auf der anderen Seite etwas dazu, was noch viel unlösbarer ist. Aber auch das hat die Wissenschaftler nicht abgehalten, noch weiter zu vereinfachen. Und ja, es ist etwas dabei herausgekommen, wir haben nun Gleichungen, mit denen wir Strömungen berechnen können, näherungsweise. Wie kann man sich das vorstellen? Was fängt man mit einer näherungsweisen Lösung an? Denken Sie sich, Sie bereiten sich für einen Marathon vor. Sie sind echt gut in Form. Und plötzlich, kurz vor dem Marathon, verstauchen Sie sich den Fuß. Sie gehen zum Arzt, weil Sie natürlich hoffen, dass er Ihnen helfen kann und Sie den Marathon trotzdem noch laufen können. Was macht der Arzt? Der drückt Ihnen ein paar Krücken in die Hand und sagt, probieren Sie es damit. Und Sie werden sich daran gewöhnen müssen, weil Sie brauchen sie die nächsten 50 bis 100 Jahre auch noch. Und seien Sie vorsichtig, es sind schon mehrere Fälle berichtet worden, wo diese Krücken völlig unerwartet einfach abgeknickt sind. Ja, tolles Werkzeug, ne? Jetzt werden Sie sich sicher fragen, was mache ich eigentlich? Nun, wir haben hier in Linz ja das größte Stahlwerk Österreichs. 0,5% der weltweiten Stahlproduktion werden hier hergestellt. Dabei wird Flüssigstahl in Behältern bereitgestellt. Die sind in Wahrheit etwas größer als dieser hier, also man muss sich vorstellen, 3 Meter groß, 20.000 Liter Flüssigstahl, das wiegt so viel wie 200 Autos. Und diese Stahlschmelze wird also nun bereitgestellt und die Stahlwerker, die geben sich wirklich Mühe. Die versuchen,
diesen Stahl möglichst rein zu machen. Aber sie können einfach nichts dafür. Es ist immer ein bisschen Verunreinigung dabei. Das macht nun mal nicht so viel, weil diese Verunreinigungen, die schwimmen oben auf. Ist also nicht weiter schlimm. Aber wenn jetzt dann diese Stahlschmelze in die Gussform gegossen wird, kann es durch die Strömung passieren, dass Verunreinigungen ins Innere der Schmelze gelangen. Die erstarren dann mit der Schmelze mit und sind letztendlich im erzeugten Stahl drinnen. Die können dann Schwachstellen erzeugen, dass der Stahl genau an dieser Stelle bricht. Furchtbare Dinge können passieren. Krücken können plötzlich einknicken, Brücken können einstürzen, Flugzeuge könnten einfach so abstürzen. Und das Schlimmste überhaupt, auf dem Lack eines neuen Autos könnte man durch die Lackoberfläche einen zarten Kratzer erkennen, so gegens Licht. Ja? Also Katastrophen wie diese müssen wir vermeiden. Deswegen ist es ganz wichtig, die Strömung beim Gießen von Stahl gut zu kennen. Und das können, nachdem dieser Stahl rotglühend ist und absolut undurchsichtig, das können nur wir mit unseren Strömungssimulationen am Computer machen. Und die Geschichte mit den Krücken bleibt unter uns. Mirko, wie war denn deine eigene biografische Annäherung an diese Navier-Stokes-Gleichungen? War das eine Hassliebe von Anfang an oder deine erste Begegnung mit diesen Gleichungen? Kannst du dich noch erinnern, wie war das? Wie hat sich die Beziehung dazu so im Laufe der Zeit entwickelt? Ja, ich habe nach meinem Studium eine Stelle angeboten bekommen an der Uni, am Institut für Strömungslehre, und habe immer von den Vorlesungen gedacht, na, das ist ein interessantes Thema und wir haben das nur so an der Oberfläche gekratzt und jetzt werde ich so richtig eintauchen. Ja? Jetzt können wir so wirklich die Strömungen berechnen. Und dann habe ich diese Näherungsgleichungen gesehen und habe mir gedacht, was ist denn das für ein Scheiß? An der Oberfläche kratzen und eintauchen, also wunderbare Wortwahl, referenziert genau zu deiner Präsentation. Jetzt, wo du eingetaucht bist, hast du dich mit den Näherungslösungen angefreundet? Sind sie im Forschungsalltag brauchbar, auch wenn sie jetzt aus streng mathematischer Sicht vielleicht nicht so ganz erfüllend sind? Naja, sie sind immer wieder enttäuschend. Ja. Oft hat man keine Referenz. Man macht bunte Bilder mit Strömungsberechnungen, die Leute freuen sich. Aber manchmal gibt es auch Messungen dazu. Und dann kommt oft die bittere Wahrheit an den Tag und man sieht, dass man mit den Berechnungen eigentlich völlig daneben liegt. Der Mirko hat eine Strategie, um mit solchen Frusterlebnissen umzugehen. Und ich bin ihm ganz zufällig begegnet. Ich war nämlich ich habe ihn ja schon mal kontaktiert, weil er ist mir schon aufgefallen und ich wollte ihn motivieren, beim Slam teilzunehmen. Dann hat er sich zunächst noch gesträubt. Und dann habe ich mich ins Internet begeben, in einer ganz anderen Geschichte. Ich wollte mir einen Fahrradanhänger bauen und habe eine Anleitung gefunden für einen aus Holz gebauten Schwerlastfahrradanhänger. Und drunter ist ein Name gestanden, der mir irgendwie bekannt vorgekommen ist, der Mirko. Wisst ihr, mit welchem Fahrzeug der heute gekommen ist? Es steht hinten am Posthof-Parkplatz. Und zwar, es steht neben dem Posthof-VW-Bus, ist fast so lang wie der Posthof-VW-Bus, also füllt von der Länge her fast einen gesamten BKW-Parkplatz. Es ist ein Lastenfahrrad, also nicht der Anhänger, sondern ein Lastenfahrrad, hat eine raffinierte Lenkmechanismus-Vorrichtung, hast wahrscheinlich auch du berechnet, Näherung und Näherungsweise. Krückenlänge als Ladelänge, überhaupt, also der könnte wahrscheinlich zwei Waschmaschinen mit dem Radl transportieren, das ist irre. Also wenn ihr Zeit habt, schaut euch nachher dann noch das Radl an. Runde fahren würde ich nicht empfehlen, weil das, glaube ich, muss man können. Das heißt, Mirko, Radlfahren ist eine Leidenschaft von dir, geht es da auch um Klimaschutz? Ist bei dir praktisch Klimaschutz nicht nur ein Lippenbekenntnis, sondern du lebst ihn? Wie schaut das aus bei dir? Ja, Klimaschutz ist mir wirklich ein Anliegen, weil, also wenn ich ehrlich bin, als Wissenschaftler, ich mache mir große Sorgen. Ja. Wir steuern mit Vollgas auf eine ökologische Katastrophe zu und tun nichts dagegen. Ja. Und deswegen war ich eigentlich... Ja.
Deswegen war ich sehr froh, dass es vor kurzem von Scientists for Future eine Petition gegeben hat, wo über 200.000 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus dem deutschsprachigen Raum unterschrieben haben und das Anliegen des Klimaschutzes und vor allem der jungen Menschen, die jetzt seit kurzem regelmäßig demonstrieren, wirklich unterstützen. Und ich möchte auch diese Botschaft weitergeben, weil es liegt natürlich viel an den Politikerinnen und Politikern, die müssen Entscheidungen treffen, aber es liegt auch an uns allen, durch unser tägliches Verhalten, dadurch, dass wir zu viel Auto fahren, zu viel Fleisch essen, zu viel Heizenergie verbrauchen oder mit dem Flugzeug reisen, dadurch beeinflussen wir alle das Klima mit. Ja? Und das Mindeste, was wir tun sollten, ist zumindest, dass wir so wie die jungen Menschen aufstehen und sagen, liebe Politikerinnen und Politiker, tut endlich was. Scientists for Future. Ein wunderschöner und sehr, sehr wichtiger Appell. Unterschreibt auch bei Scientists for Future. Und wenn ihr das nächste Mal zwei Waschmaschinen übersiedeln müsst, dann bitte nicht mit dem VW-Bus, meldet euch bei Mirko, er kann das klimaneutral organisieren. Mirko Javorek, großes Kompliment.